Umsetzung dessen, was wir beschlossen haben, da wirklich nicht nachzulassen, das ist das eine. Eben den Blick zu richten auch auf den Bereich Pornografie im Internet, das ist ein zweites, weil das ja sozusagen erst eine Problematik ist, die jetzt noch nicht aufgrund der technischen Möglichkeiten so lange gegeben ist. Dritter Punkt wäre eben die Frage nach krisenhaften Momenten in der Biografie von Priestern, von Seelsorgern nochmal genauer in den Blick zu nehmen, da zu helfen und dann in dem Sinne auch präventiv tätig zu sein. Und eben vierter Punkt wäre für mich die Frage, gibt es so etwas, müssen wir stark daran arbeiten, dass es einen Verhaltenskodex gibt für Seelsorger, um in guter Weise professionell mit Nähe und Distanz umzugehen, dass nicht sozusagen jemand sich jemand zuwendet, Hilfe gibt und selber irgendwie den Eindruck vermittelt, das tue ich alles dem anderen zuliebe, aber unter der Hand sozusagen damit eigene Bedürfnisse nach Nähe stillt.